Das sind die Themen der heutigen Sendung. Resolution der SPÖ Obersteiermark zur Sicherung der Arbeitsplätze. Musikantennachmittag im Pflegeheim Walfersam in Kapfenberg und das Wetter morgen wechselhaft und trüb. In allen Gemeinden der Bezirke Bruckmürz-Zuschlag und Leoben sollen die Gemeinderäte im April eine Resolution an Landes- und Bundespolitik verabschieden, die die Sicherung tausender Arbeitsplätze in der Region hat. Initiator ist die SPÖ Obersteiermark. Ja, uns als obersteirische SPÖ geht es um die Arbeitsplätze in der Obersteiermark. Und es ist halt so, dass bei uns die Exportindustrie da unglaublich dominant ist. Wir haben herausragende Exportbetriebe, wo sehr, sehr viele Menschen direkt beschäftigt sind, und die indirekten Beschäftigungswirkungen sind natürlich noch viel, viel größer, und da muss man jetzt aufpassen. Es sind schwierige Zeiten für die Exportindustrie, und wir werden mit diesen Resolutionen die Landes- und die Bundesregierung auffordern, alles zu tun, damit unsere Standorte hier gesichert sind. Wir sind jetzt in einer Phase angelangt, wo es zu Problemen führt bei unseren Betrieben in der Obersteiermark. Wir haben das unterschätzt aus meiner Sicht. Schengen war für uns einfach da. Wir haben den freien Waren- und Personenverkehr gehabt und sehen jetzt da die Auswirkungen. Ich glaube, für uns in der Obersteiermark mit unseren stark exportorientierten Betrieben ist es besonders ein besonderes Thema, dass wir also hier also die Bundesregierung ersuchen, alles zu unternehmen, damit wieder die Schengen-Grenzen innerhalb der EU wieder frei passierbar sind. Mir ist es aber völlig klar, dass es notwendig ist, die Schengen-Grenzen zu kontrollieren derzeit. Aber es muss gelingen, die Schengen-Außengrenzen so zu stabilisieren, dass also in der EU der freie Warenverkehr und vor allem auch der freie Personenverkehr wieder notwendig ist. Im Hinblick ist hier speziell die Metallindustrie, die eine Exportquote von fast 90% aufweist. Hier wäre eine Grenzschließung auf Dauer fatal. Also ich kann das sagen, als Finanzstadtrat von Leon, also das wäre für uns finanziell eine Katastrophe, würden also hier die Betriebe sich verändern, indem sie also unsere Obersteiermark zum Teil verlassen würden. Das würde bedeuten, dass viele, viele Arbeitsplätze wir verlieren. Das würde bedeuten, dass die Gemeinden weniger Kommunalsteuereinnahmen hätten und wir diese Leistungen, die wir bisher erbracht haben, für unsere Bürgerinnen und Bürger nicht mehr notwendig wären. Das heißt, es würde uns ganz, ganz massiv in der Obersteiermark treffen. Gefordert werden unter anderem ein Ausbau der Verkehrsinfrastruktur, verstärkte Förderung der Lehrlingsausbildung und auch eine Aufrechterhaltung des Schengen-Systems mit offenen Grenzen. Hier sollen alle Parteien an einem Strang ziehen. So sollte auch die FPÖ ins Boot geholt werden, geht es doch um rund 14.000 Arbeitsplätze in der Region. Ja, das wird natürlich ausschließlich in der Entscheidung der Brugger FPÖ liegen. Aber wenn sie eine Partei ist, die Verantwortung trägt, auch gegenüber den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in unserer Stadt, Verantwortung gegenüber unseren erfolgreichen Industriebetrieben, dann würde aus meiner Sicht kein Weg vorbeiführen, als dieser Resolution zuzustimmen. Die großen bestimmenden Parteien dieses Landes werden sich das dreimal überlegen müssen, ob sie hier dagegen sind. Gerade solche Parteien, die eine Wirtschaftsnähe für sich reklamieren, und andere, die also vom Prinzip her immer dagegen sind, würden auch gut tun daran, sich etwas zu überlegen, bevor sie einfach aus einem Reflex heraus dagegen sind. Der Zeitplan ist ja sehr wichtig. Wie schaut dieser aus? Naja, für mich in der Gemeinde kann man sagen, dass wir am 18. März die nächste Gemeinderatssitzung haben werden, aber in der gesamten östlichen Obersteiermark habe ich schon gehört, dass man, glaube ich, jetzt schon am 7. oder 8. März beginnt und dann bis fast Ende April hindurch diese Resolutionen in den Gemeinderäten zur Vorlage bringen wird. Glauben Sie, dass die Bundesregierung darauf reagieren wird? Normalerweise schon, denn unser Land lebt von der Wirtschaft, lebt von den Exporten, und diese Bedürfnisse kann man nicht ignorieren. Gemeinsam sind wir stark, lautet die Devise, und wenn es gelingt, hier auch eine gemeinsame Linie innerhalb der Parteien zu finden, wäre dies ein guter Schritt in die Zukunft im Interesse der Region. Das dem Pensionisten- und Pflegeheim Johann Böhmstraße Kapfenberg angeschlossene Generationencafé veranstaltete kürzlich den ersten Musikantennachmittag. Durchs Programm führte Bruno Oetzel aus Kapfenberg.
Wir haben uns hier zusammengesprochen, dass wir einen Nachmittag, einen Musikantenstammtisch oder veranstalten, um einfach Freude an der Musik zu haben. Die Leute spielen hier, sind älteren Semesters und es sind Leute, die einfach Freude an der Musik haben, die spielen, die schon öffentlich auch hinausgehen, aber eher zu Hause musizieren. Und da haben sie die Möglichkeit, jetzt einfach zu spielen. Bruno Holzl hat 40 Jahre im Burgenland gelebt, dort den Volkstanz gepflegt. Wie ist es eigentlich mit der Volksmusik hier bei uns? Das ist ein wesentlicher Faktor, dass man die Volksmusik weiterhin also pflegt, denn ungefähr vor 40 Jahren war diese Volksmusik eher schon verdrängt und man hat Angst gehabt, dass hier also die moderne Musik und die Mechanikmusik also hier überhand greift. Es hat sich aber gezeigt im Laufe dieser Zeit durch Veranstaltungen, wie sie heute da, also im Café ist, dass man, wenn man das pflegt, dass man das also weiter in die Zukunft tragen kann. Karl Rehn aus Trofeiach ist mit 79 Jahren noch sehr aktiv, spielt mehrere Instrumente und ist mit Leidenschaft Musiker. Ich komme aus einer musikalischen Familie. Ich bin bereits schon, wie Sie gesagt haben, der älteste Musikant. Ich bin 79 heuer schon. Und wir spielen zu Hause. Ich weiß keine Zeit, wo wir zusammen nicht in unserer Familie Musik gemacht haben. Heute darf ich da das Hackbrett spielen. Ich bin sonst ein Harmonikaspieler. Kenne mich auch an der Gitarre und am Bass, an der Bassgeige aus. Aber dieses Mal darf ich mit meiner Frau zusammen heute mit dieser Gruppe einfach so dazu spielen und das macht uns großen Spaß, auch aus dem Wirtshaus aufzuspielen. So, dass einfach unsere Stammgäste, unsere Heimbewohner und langjährige Kunden, die uns jahrelang schon mitbegleitet haben, heute bei dem tollen Abend dabei sind und mit uns feiern. Das Generationencafé beinhaltet so viel vom kleinen Kind, wie man da sieht, es gibt kleine Kinder bis zur Urli-Oma, bis zum Opa, es sind alle Generationen da und wir hoffen, es fühlen sich alle wohl bei uns. Wir haben hausgemachte Mehlspeisen, selber gemachte Strudeln, Kaffeespezialitäten, jetzt bald im Sommer sowieso Eis mit einem tollen Sitzgarten und ein paar Rollspritzer, ein gutes Bier, ein zapftes, also Herz, was willst du mehr? Man muss aber auch erwähnen, dass ein Teil dieser Musikanten auch im Lazarus Alten Hilfswerk musiziert, wie uns Mitarbeiter Manfred Krankel zu wissen gab. Ich habe heute die Aufgabe gehabt, unser Programm in unseren Wohlfühlraum zu führen, wo diese Musiker, die jetzt musizieren, auch bei uns vorher musiziert haben. Das Generationencafé ist geöffnet. Am Sonntag und am Feiertag haben wir von 9 bis 17 Uhr geöffnet und sonst von 9 bis 20 Uhr. Ab jetzt MEMA.tv auch auf Facebook. Ihr findet uns und unsere aktuellen Sendungen unter www.facebook.com/MEMA.tv. Wir warten auf eure Likes. Heute war es bewölkt und es regnete immer wieder. Das Ganze bei Höchstwerten um die plus 10 Grad. Auch morgen ein ähnliches Bild wie heute. Bewölkt und wieder etwas Regen bei maximal plus 8 Grad.